Wir sehen hier eine Ausstellung von Werner Pocorni. Werner Pocorni ist einer der profiliertesten Künstler, Plastiker und Skulpteure im Süden Deutschlands, aber auch weit darüber hinaus. Wir zeigen im Wesentlichen neue Holzarbeiten, die geschwärzt sind, dazu Zeichnungen, etwas Fotografie von Arbeiten, die im öffentlichen Raum stehen. Und wir sind sehr froh, Herrn Pocorni überredet zu haben, diese Ausstellung bei uns zu präsentieren. Was mich an Ihren Arbeiten immer besonders fasziniert hat, an den Holzarbeiten, dass die nicht glatt sind. Das ist zum einen bedingt natürlich durch die Technik, das Arbeiten mit der Kettensäge, das ja einen relativ schnellen Zugriff erlaubt, der mir auch wichtig ist, konzentriert und schneller Zugriff. Und der natürlich auch so eine Struktur der Oberfläche entstehen lässt, die mir wichtig ist, die für die einzelnen Arbeiten so eine Vitalität und Lebendigkeit erzeugt. Bei den geschwärzten Holzarbeiten, bei den abgeflammten Arbeiten, ergibt das ja eine zusätzliche zweite Haut. Was hat Sie daran besonders interessiert? Mich haben daran zwei Sachen interessiert. Zum einen diese Inhaltlichkeit, dass das Schwärzen der Oberfläche mit der Flamme natürlich zum einen eine Art der Zerstörung ist, des Brennens, und andererseits natürlich durch diese Mineralisierung eine Stabilisierung des Objekts entsteht, und zum anderen, dass die Oberfläche eine gewisse Distanz erzeugt für den Betrachter. Was mir sehr, sehr wichtig ist, dass es sich grundsätzlich um einfache Formen handelt, da ich der Meinung bin, dass das Einfache eigentlich auch das Komplexere ist. Die Formen selber haben ja dadurch, dass sie in der Mehrzahl Gefäße darstellen, in welcher Form auch immer, ja auch etwas Beschützendes, Behütendes. Einmal die Schalen, dann die aufrecht stehenden Gefäße und nicht zuletzt die Hausformen, die ja einen gewissen Schutz für die Menschen darstellen. Also ist diese Form des Behütens oder des In-sich-Bergens, ist das ein wichtiger Gedanke für Sie? Das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen verfolgt mich ja die Hausform seit vielen, vielen Jahren, weil sie so eine vielfältige Metapher ist. Wichtig ist mir allerdings, dass so eine Form nie definitiv eingeordnet werden kann. Schon der Begriff Gefäß ist eigentlich unzutreffend, weil diese Formen nichts enthalten außer Holz. Dass ich praktisch in dem Moment, wo ich einen Zugriff mache, einen inhaltlichen, auf so eine Arbeit, die sich auch gleichzeitig wieder entzieht und vielleicht nochmal eine andere Seite aufscheinen lässt für den Betrachter. Meine Arbeiten sind ja eigentlich nichts anderes als Fragestellungen an meine eigenen Vorstellungen von den Dingen oder von Zusammenhängen. Wie ist das mit den Zeichnungen? Entstehen die Zeichnungen parallel zu den Arbeiten, sozusagen als Ideenskizzen, oder sind das Arbeiten, die ganz frei entstehen? Das Interessante beim Zeichnen ist für mich, dass da auch eine gewisse Automatisierung entsteht, wenn ich spontan in kleinem Format Zeichnungen mache, bei denen ich gleichzeitig zusehe, was da eigentlich passiert. Und dann gibt es ja noch die Stahlplastik, die sich im öffentlichen Raum meist bewegt. Was dabei auffallend ist, dass diese Plastiken, egal wo sie stehen, immer den Platz komplett besetzen, fast zu Landmarken werden. Das Faszinierende im Außenraum ist natürlich auch, dass bei einer Arbeit, die an einem Platz stehen bleibt, von vornherein zu überlegen ist, welche Bezüge entstehen überhaupt, zu welcher Auseinandersetzung kommt es zwischen Skulptur und Umraum, Architektur, Natur und so weiter. Für mich sind Arbeiten im Außenraum ganz besonders wichtig, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen überhaupt nur auf diese Art und Weise mit Kunst konfrontiert werden, bewusst oder unbewusst, das sei zunächst mal dahingestellt. Und dass Skulpturen im Außenraum natürlich auch eine viel kritischere Haltung aushalten müssen, als zum Beispiel in einem Museum oder Kunstverein. Mhm.